Jo moin, in diesem Video stelle ich jetzt ein etwas anderes Deck, weil viele haben sich ein Off-Meta-Deck gewünscht und dieses Deck ist Off-Meta, aber es gibt viele Pros, die spielen. Bossey hat das Deck gespielt, Dan Gen hat es ungefähr so letzte Season gespielt oder auch Bag, den viele von euch kennen sollten, amerikanischer Pro-Player. Es ist ja ein Spell-Cycle-Deck, viele haben sich ein Spell-Cycle-Deck schon länger gewünscht und es ist wieder Meta, da der Execution extrem stark ist. Und ihr seht's, ihr habt wirklich vier Zauber drin, ihr habt den Tornado als Defensive, Poison, Rakete als Main-Damage und natürlich noch das Log. Zum Chip-Damage habt den Tesla und noch als defensives Gebäude, das wirklich wenig durchkommt. Eismagie, einer der besten defensiven Karten im Game. Und auch die Valkyra als gute defensive Karte. Folgendermaßen, das Ziel ist mit dem Deck einfach, immer Spell-Value zu pumpen. Zum Beispiel gegen den Spieler Q-Stein, haut eine Rakete drauf, dann haut ihr vielleicht mal einen Poise auf den Ofen, zeigt die Logs. Und irgendwann dann allein durch Single-Tower-Damage könnt ihr dann wirklich die Games gewinnen. Ihr habt Tesla, Nado und der Defense. Und da kommt extrem wenig durch. Das Deck ist wirklich extrem, extrem stark. Ich werde es euch zeigen. Sieht ein bisschen aus wie ein Trolldeck. Wir sagen, springt das erste Game. Bis gleich. So, jetzt sind wir erst ein Game gegen Mestos Poison. Also am Anfang wollte er natürlich mal ein bisschen defensiver spielen. Erstmal gucken, was er hat. Und dann wollen wir natürlich, wenn wir Rocket Value bekommen oder Poison Value, wollen wir es auf jeden Fall machen. Und am Ende könnt ihr auch gerne mal einfach mit euren ganzen Spells finishen. Ich würde sagen, guter Starting Move ist eigentlich mal mit Lock. Natürlich mit dem Deck hat man nicht die beste. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt den Eismann. Okay, Lockback ist eigentlich ein sehr, sehr einfaches Matchup. Weil wie soll er durchkommen? Wir können es eigentlich jetzt poisonen. Wir haben Nado, Valkyrie, Lorg und wir haben Rakete noch und Eismagier noch zur Not, um wirklich noch Damage am Turm zu nehmen. Ich würde sagen, das ist ein guter Eismagier, den nehmen wir mit. Jeder Chip-Damage ist wirklich sehr, sehr wichtig für den Deck, weil das heißt, es ist ein Lorg weniger, eine Rakete weniger und da wir in diesem Matchup unser Lorg halt meistens defensiv cyclen müssen, ist es auf jeden Fall extrem wichtig, so ein Eismagier-Hit. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen interessanten Nado, weil ich weiß, dass da nichts im Cycle. Jetzt gibt es den Nado, das ist ein guter Valkyrie-Swings. Zwei Valkyrie-Swings sind auf jeden Fall extrem wichtig mit dem Deck. Wenn wir jetzt einfach einen Eismagier bringen können, jetzt gibt es hier einfach einen Log. So, das Log räumt ganz gut auf. Soll noch einen Eismagier killen und er muss noch immer noch unseren Eismagier verteidigen. So, okay, jetzt gibt es hier die Prinzessin. Er hätte die Prinzessin lieber auf die andere Seite spielen sollen. Also hier, wenn wir es jetzt so von unserer Perspektive hier spielen, wenn der Turm hier rechts Damage bekommen hat. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich würde sagen, wir jetzt hier die Walnuss rein. Walnuss kommt, machen einen ganz guten Job. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt hier eigentlich einen Nado gleich bringen, falls das Kobold fast kommt von ihm. Ja, ja, können wir machen, sollten wir machen. Machen wir es jetzt so. Blocken hier diesen einen Kobold mit einem Eisgäste und Pro-Tipp. Wenn ihr einen Kobold fürs Force Defend wollt mit 4 Elixier, könnt ihr einfach Skellies oder Icebird auf den einen Kobold spielen. Macht schon wieder den Fehler. Und dann könnt ihr mit den anderen einfach die anderen ein King ziehen. Auf jeden Fall war es ein guter Play von uns. Wir haben jetzt kein Damage kassiert. Und ihr seht schon, wir haben so viel Poison Chip Damage bekommen. Ich würde sagen, das loggen wir auch. War kein optimales Log, aber es ist halt höchstens ein. Ist es ein Kobold-Hit, aber es ist okay. Habt ihr hier gesehen, so viel Chip-Damage haben wir jetzt schon bekommen. Wir müssen jetzt eigentlich jetzt nur noch defensiv spielen und langsam anfangen, die Raketen rüber zu cyclen. Ich würde sagen, wir gibt es hier die Valkyrie. Das Deck ist ein bisschen räudig, viele von euch werden es nicht mögen, aber ich dachte, es kann mal ganz interessant, dann auch mal so ein Deck vorzustellen. Ich würde sagen, wir bringen jetzt hier einen Nado. Er macht wieder einen Fehler. Weil mit dem Deck hat man wirklich keine Winkelisch. Es ist wirklich nur Spell-Cycle und defensiv spielen. So, ich würde sagen, wir hauen gleich die erste Rakete drauf. Okay, da gibt es sogar noch die Value, treffen wir ihn. Und jetzt, wenn wir nicht treffen, ist alles gut. Oh, wir treffen sogar. Wie viel Value, wie nice. Es ist wirklich ein 6-3 Trader. Mit dieser unfassbaren Defensive ist das halt so gut. Treffen wir die Princess mit? Okay, treffen wir nicht. Bringen wir jetzt eine Valkyrie. Links haben wir sehr, sehr starke Skellies gebracht. Haben alles ganz gut geclear. Jetzt gibt es hier einen Eismagier rein. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Poison. Ich würde sagen, wir nehmen das hier eben mal kurz. Rakete Lock oder so. Dann bringen wir Rakete Lock. Kommt noch das Log rein, haben wir das Game auch gewonnen, extrem nice, ein richtig easy Matchup, ihr könnt hier sehen, wenn ihr gegen Logbait auf jeden Fall spielen wollt, spielt das Deck, ihr habt alle Karten, die ihr braucht, wirklich ein richtig günstiges Spell Cycle, extrem nice, ich würde sagen, wir gehen ins nächste Game, bis gleich. So, wir sind im nächsten Game gegen FCGDB, ich würde sagen, wir spielen einfach mal die Skellies am Anfang, ja, Skellies können wir mal spielen, das ist ein ganz guter Move so. So, Skellies, komm, okay, wir machen es jetzt hier so, geht ja ganz aggressiv rein, aber wir haben einen Schweiner rein, gegen Schweiner haben wir so viele Karten. Und selbst wenn wir irgendwann mal einen Elixier haben, wir haben noch Tesla, Tornado, Skellies, Log, Eismal, wir haben wirklich so viele Karten, also wirklich wieder ein sehr, sehr gutes Matchup. Und ihr könnt sehen, das Deck countert wirklich die meisten Meta-Decks, vor allem gegen Executioner Spam, wirklich gute Antworten. Auch gegen so das Executioner Henker Ballon Deck, wenn ihr drüber legt, gegen Hawk, Exinado, auch gegen X-Bogen habt ihr viele Antworten. Also wirklich, wenn ihr so überlegt, das Deck ist extrem gut und hier kriegen wir die Rakete, die wir nie bekommen normalerweise, aber ihr seht hier, wie viel Values, wirklich 6-4 und diese 400 Tower Damage ungefähr, 450 ungefähr. Und ihr seht hier, er denkt sich jetzt, okay, jetzt kann ich ganz gut Chip bei Nightwatch spielen, gibt es ja direkt den Poison drauf. Und wenn ich ehrlich bin, hauen wir da gleich noch einen Log drauf, dass auch die Bats direkt sterben. Und wir könnt ihr sehen, wir haben schon so viel Damage bekommen in einer einfachen nächsten Zeit. Jetzt können wir hier einen Tesla spielen. Jetzt gibt es hier Skellies auf den Miner, perfekt. Sehr, sehr gut für uns. Jetzt der Eisgäste sollte auch noch sterben.
Okay, stimmt da nicht, weil nach links, wo der Tesla nicht so eine weite Reichweite hat. Aber trotzdem eine extrem, extrem gute Position. So. So, den Ball lasst auf jeden Fall Like und Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Würde mich extrem freuen, der macht wieder den gleichen Fehler. Und ja, jeden Tag 15 neues YouTube-Video aktiviert. Auf jeden Fall die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Decks wollt ihr sehen, auf was habt ihr Bock. ETC in der neuen Meta. Welche Decks habe ich noch nicht vorgestellt, die ihr euch vielleicht wünscht? Vielleicht mal wieder ein Mortar-Deck, könnt ihr gerne mal reinschreiben. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der Kanal weiter wächst. Wenn es die 25.000 Abonnenten knackt. Ich weiß nicht, ob ich mich dazu im Video schon mal bedankt habe. Auf jeden Fall nochmal vielen Dank dafür. Extrem krass. So, mein Ziel auf YouTube ist allgemein, so die 100.000 mal zu knacken. Aber es ist noch ein weiter Weg, das bin ich mir auch bewusst. Aber wir werden auf jeden Fall weiter alles geben und weiter wachsen und jeden Tag 15 Uhr ein qualitativ hochwertiges Video bringen. So, wir bringen jetzt hier seinen Schweiner. Ich würde sagen, jetzt so den Tesla. Jetzt bringen wir die Scaling so, dass die Minions auf den Tesla gehen sollten, was auf jeden Fall extrem gut ist. So, ich würde sagen, wir hauen jetzt hier gleich einen Lock rüber. Oder eine Rakete. Ich würde sagen, wir hauen einen Lock rüber. Lock kommt. Der macht wieder den Fehler. Ich würde sagen, auch diesmal nur einen Poison drauf. Geht auch klar, macht den gleichen Job. Und wir brauchen eigentlich noch eine Rakete und die können wir am Ende draufhauen. Eismal gerne nach innen. Und könnt ihr sehen, der Gegner checkt auch irgendwie nicht, was er da macht. Dann braucht er eine Rakete drauf. Er wird uns hier noch was reinspielen. Okay, er lässt es, aber war trotzdem eine okay Rakete. So, Lock kommt. Was er jetzt macht, okay, interessante Entscheidung von ihm da jetzt reinzuspammen. Was ich jetzt, ich bin ehrlich, ich hau jetzt einfach Naked Poison drauf. Und jetzt brauchen wir noch eine Rakete. So, Eismal wieder nach hinten gestackt. Und ihr könnt wirklich sehen, was Eismal wirklich für eine andere. Treffe ich nicht? Digga, Welp? Digga, ich habe jetzt noch. Ich joke nochmal. Joke. Welp. Okay, alles gut. Das war nochmal kurz der Joke. Anreiz. Aber war es doch eine Flawless Defense. Weil egal, ob man Fame in dem Deck, das Deck ist so broken in der Defense. Ihr habt Eismagel, Tornado, Tesla, Lord Valkyrie. Wirklich alles mit Scale. Diesen günstigen Zeiger. Wirklich gesehen, was eine starke Defense ist. Ich würde sagen, wir spielen das nächste Game. Bis gleich. So, wir sind im nächsten Game gegen Ali. Ich würde sagen, wir starten mit Scale. Ich sehe mal schauen, was er dann macht. Da muss ich wahrscheinlich einen Tesla spielen, weil ich will auf jeden Fall nicht mit dem Becken Doppel-X-Zeit warten. Das ist so wichtig, wie es ist richtig wichtig, am Anfang Chip damit zu bekommen. Ich zeige ins Case hin, mal schauen, was er da macht. Bring Tesla jetzt. Okay. Entscheide ich zu warten. Könnte ein Golem denn sagen. Mit Golem hätte er wahrscheinlich auch schon was gespielt. Jetzt haben wir jetzt hier einen Log. Okay, wir haben jetzt schon ein bisschen Free Damage bekommen. Okay, wir spielen wieder gegen Logbait. Warum spielen so viele Leute Lockbait? Gar nicht King Turk, die wäre schon gefailt, weil Tesla noch am Start war. Hätte ich vielleicht dran denken sollen. Aber es geht auf jeden Fall klar, wir haben nicht so viel Damage kassiert. Wir sammeln jetzt einfach einen Eismanger nach hinten. Jetzt gibt es hier die Walnuss. Ich glaube, er weiß schon, was wir spielen. Ich glaube, er weiß schon, was wir spielen. Denkt sich so WTF der Arsch. Oh, der Nado. Okay, ne, bringt einen Ritter. Kann auf jeden Fall machen. Okay, er sieht nach Classic Lockbait aus. Ist auf jeden Fall wieder ein richtig, richtig gutes Matchup. Ihr seht es auch hier schon wieder. Das ist eigentlich. Wenn ihr keinen Fehler macht, solltet ihr es eigentlich gewinnen. Ihr habt so gute defensive Karten, ihr könnt aber auch einfach Raketen cyclen. So, ich warte jetzt, bis er irgendwas macht. Das können wir einfach free loggen, ist ein guter Trade. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier einen Nado rauf. Die King Towers an, sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, wir können jetzt sogar ein Eismagier so spielen. Oh, ich hätte predigen sollen. Ah, gehen wir noch mit der Valkyrie davor rein, damit der Prinz auch nur einen Hit bekommt. Jetzt muss er es eigentlich noch verteidigen. Macht er jetzt so. Okay, er fällt in Eisbild. Okay, will gleich eine Kobold gegenbringen, ist relativ klar. Kann auch gerne machen. So. Ich würde sagen, wir loggen das jetzt eben mal. Ich bin ehrlich, sobald es in die Doppel-X-Tesla geht, wie jetzt, können wir eigentlich die erste Rakete rüberfahren. Und können ja gleich einen High-Tesla bringen. So Prediction von seiner Princess, falls er die spielen will. Er wollte sie 100% spielen, jetzt kann er sie nicht mehr spielen. Der Tesla für ihn nervt relativ hart, Mann. Oder er nervt sogar sehr, sehr hart. Da gibt es auch direkt noch einen Poison drauf. Und eigentlich sollten wir im Spell-Damage-Game den Vorteil haben. Das Einzige, wie er wirklich Damage bekommen ist mit der Offensive Princess. So, seht ihr auch, wird direkt abgesniped. Bisschen Eismagel und direkt die nächste Rakete drauf. Und ihr seht, wie wirklich, wie einfach dieses Deck ist in diesem Matchup. Oder auch in vielen. Manchmal braucht es extrem viel Skill, weil er wirklich sehr, sehr gut defensiv spielen muss. Aber dieses Deck braucht in diesem Matchup braucht es halt wirklich ehrlich gesagt null Skill. Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier so. Wir haben jetzt hier einen Poison drauf und spielen hier direkt einen Test wieder an die Brücke, falls er den Princess bringen will. Da müsst ihr wirklich nur aufpassen, indem das einzig Wichtige ist, dass er kein Princess Chip Damage bekommt. So, ich würde sagen, wir haben jetzt einfach die nächste Rakete rüber. Und ihr könnt sehen, wie will er wirklich durchkommen. Es ist unmöglich für ihn. Er bringt jetzt noch einen Ritter, der läuft einfach in Tesla rein. Jetzt gibt es hier einfach noch die Walnuss drauf. Er kann es auch nicht predikten mit der Gobal Gang.
Das gibt's hier. Er hat jetzt auch keine. Wir können einfach schon die Kurve gegen Poison, falls er die setzen will. Und eigentlich sollte das Game jetzt gewonnen sein. Er hat nichts im Cycle. Er muss jetzt noch ein Infernatum spielen, die man auf jeden Fall nicht spielen will. Ich würde sagen, wir jetzt hier einen Eismagier. Jetzt können wir sogar nur Skellies bringen. Dann haben wir das Game auch gewonnen. Extrem nices Game. GG an ihn, konnte nichts machen. Ich würde sagen, wir machen noch ein weiteres Game und sehen uns im nächsten Game. Bis gleich. So, hier sind wir im letzten Game. Hoffentlich kriegen wir das Perfekte hin. Das Perfekte. 4 zu 0, mal schauen. Bring was Skellies. Bring was Skellies. Okay, könnte auch sein, dass er das Deck spielt, das wäre absolut lustig. Oder? Hallo Gegner, was geht? Okay. Jetzt sagen wir, hauen die Valkyrie nach hinten. Das könnte sein, dass er das echt spielt, Explotur, nein. Okay, es sieht aus, als ob er das Deck auch spielt. Ich würde sagen, wir hauen eine Rakete drauf. Wir hauen eine Rakete drauf, falls er das Deck nämlich auch spielt. Das ist eine extrem, extrem gute Rakete. Stell dir vor, er spielt das Deck auch, das wäre zu lustig. Okay, den spielt er nicht. Ich würde sagen, ich bringe jetzt hier so und Nado. Ich bringe noch Nado, um alles zusammenzufassen. Okay, ich spiele das Deck nicht, aber es geht trotzdem klar. Wir haben natürlich jetzt keine Exerus-Schaden, wir führen vom Damage und wir haben noch einen Eismagier auf dem Feld. Also wirklich alles unter Kontrolle. Es sieht aus, als ob er das Wallbreakers-Deck spielt. Der Spieler. Was spielt er denn jetzt? Ich will jetzt kein Poison bringen. Ich will auf jeden Fall jetzt nicht overkoppeln in die Olga. Okay, was macht er jetzt? Ich will den Executioner eigentlich distracten, damit die Valkyrie nicht stirbt, währenddessen der Executioner gefokust ist. Die Valkyrie wäre nämlich sonst verreckt, weil der Executioner so broken ist. Ich würde sagen, wir jetzt den Hein Eismagier. Weil er wohl meiner bringen will. Sehr, sehr gut. Okay. Ja, es geht klasse, meiner. Ist eigentlich ganz gut für uns, dass der meiner jetzt getarget wird. Dadurch kriegt er nicht so viel Chip damit raus. Natürlich hat er. Ah, man muss halt so überlegen. Natürlich hat er jetzt auch gut unseren Eismagier geklärt. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, nicht so der schlechteste Move. Ich würde sagen, wir hauen eine Rakete drauf. Wir hauen eine Rakete drauf. Er wastet hier extrem viel Elixier. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch eine ganz gute Defensive. Wir haben Tesla, etc. Eigentlich, er spielt, sieht nach meiner Control Deck aus. Stimmt, sieht nach meiner Control Deck aus, was ich mit denen nicht Platz 1 der Welt geworden bin. Obwohl ich mein eigenes Deck nicht erkenne. Jetzt haben wir jetzt hier einen Tesla. Bring jetzt hier einen Tornado, bring jetzt hier einen Eismagier. Bring jetzt hier das Log, um den Executioner nach hinten zu boosten. Er kriegt keinen hier draußen. Ihr könnt es hier sehen, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Position. Das poisonen wir jetzt. Wir entscheiden uns, das jetzt zu poisonen. Gibt es hier wieder den Tesla. Tesla macht einen guten Job, würde ich sagen. Wir nähen das so und spielen einfach nur Skellies drauf. Weil ich will nicht, dass hier der Executioner irgendwie an den Turm kommt. Weil ein Executioner kann das Game wirklich dann wieder entscheiden ändern. Ihr könnt jetzt sehen, wie viel Value dieses Skellies bekommt. Für ein Elixier kriegen wir wirklich so viel weniger Damage von meiner. Wir sagen, wir hauen jetzt hier den Poison wieder drauf. Ist wieder ein okayer Poison. Der wird ganz gut geschreddet. Okay, ich würde sagen, wir bringen jetzt hier gleich den Eismagier. Jetzt können wir hier den King Tower aktivieren, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass das nicht das Beste war von ihm. Hier gibt es den Nado, der Eismagier kriegt so viel Value, wir haben den King Tower aktiviert. Ihr könnt sehen, eigentlich sollten wir das Game jetzt gewonnen haben. Und er denkt sich so, was ist das für ein freches Deck? Aber es ist mir komplett egal, denn es geht darum, dass wir Erfolg in CR haben und wir gewinnen das Game halt echt so gut, wie wenn wir jetzt keinen Fehler mehr machen sollten. So, was macht er jetzt? Okay, natürlich, er hat jetzt gemisst, hier können wir einfach eine Free Rocket draufwerfen. Das ist 3 Elixier gewastet von seiner Seite aus. King Tower ist an, okay, natürlich wirft er jetzt seine eigene Rakete. Aber es wird keinen Unterschied machen, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Poison drauf. Können das sogar noch loggen. Bringen jetzt die Skellies rein. Bringen jetzt hier den nächsten Eismagier. Falls er seinen Miner bringen will. Und können jetzt eigentlich die Rakete raufwerfen, um zu finishen. Extrem nice Game. Ein extrem geiles Deck. Probiert es auf jeden Fall aus, wenn ihr die Karten auf gut Level habt. Wenn ihr Eismagier nicht habt, könnt ihr auch sowas wie die Musketiere mal ausprobieren. Aber Eismagier ist ja wirklich so eine Karte, die extrem gute Synergy hat. Aber ich denke, die meisten von euch haben wahrscheinlich den Eismagier. Ich finde das Deck extrem nice. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Stream. Haut rein. Ciao.